Hallo und herzlich willkommen zurück am Falkenstein in der Falkenwacht. Ja, ich bin immer noch beim Tomcat zu Besuch. Letzten Folge haben mich die Killerfische leider getötet. Nach langer Reise bin ich wieder angekommen und mache mich jetzt auf den Weg dann zurück in den Wassertempel. Ich suche gerade nur etwas Eisen, um zumindest einen Helm und ein paar Stiefel zu machen. Eisen wirst du bei mir so nicht finden. Okay. Die sind in der Endertruhe drin. Die sind alle in der Endertruhe. Oder muss man in den Ofen gucken vielleicht? Warte, Endertruhe, wo steht schnell eine Endertruhe noch? Ah, da. Hast du da auch Eisen bei dir drin, oder wie? Nein, aber meine Diamanten. Ah. Das heißt, ich kann Diamant nicht am Amboss. Das wird nicht funktionieren. Ich kann mir einfach mal einen neuen Helm machen. Und ein paar neue Stiefel. Na, keine Hose. Aber der Rest funktioniert ja noch, der lebt noch. Ah, wobei der Rest fliegt eigentlich auch schon auseinander. Ich mache eine komplett neue Rüstung. Ja, der Rest ist auch schon ziemlich angeschlagen. Richtig. Das gibt's nicht, ey. Die schlagen mich einmal und schwupp sind vier Herzen weg. Ja. Aber wichtig ist, dass das Schwert und der Bogen noch am Leben sind. Das ist noch da, ja. Ja, der Bogen. Brauchen wir irgendwas noch? Ich hätte hier noch ein Feuerzeug. Würde uns aber nichts helfen, oder? So, ne, ein Feuerzeug bringt jetzt, glaube ich, gar nichts. Dann komme ich mal wieder. Ich überlege jetzt, in welche Richtung war der Tempel da. Oder Totenschädel prangert auf der Minimap. Hier vorne ist alles voll mit Türen. Guck mal, dass ich hier. Auch hier meine. Boah, das geht gar nicht. Hallo, weg hier. Ja, wirklich. Die Fische sind richtig fies. Und speziell vorm Eingang, da sind massig von denen. Und da wir sie ja quasi auch nicht wegbekommen. Der Raum ist so riesig. Ich weiß gar nicht, was das für ein Raum ist. War sicher ein Raum wahrscheinlich, wo der große Fisch vielleicht drin war. Einer von den zwei. Ich weiß nicht, oder waren es nach drei, waren es gestern? Oder? Das waren drei, ja. So. Ah ja, da ist der erste Fisch wieder vor der Küste direkt, der schon lauert. Mal gucken, ob da ist der Tempel. Okay. Das sieht man aus der Entfernung noch einmal. Das heißt, wir werden uns da langsam wieder nähern. Wobei, ich sollte mir die Rüstung auch anziehen. Es würde auch was helfen. Bitte? Ich habe gemeint, es würde auch was helfen, wenn ich die Rüstung anziehe. Ja. Und die Sachen nicht nur im Inventar herumschleppe. Das ist korrekt. So. Auf zum Haupteingang. Ah, diese Fische. Na, lasst mich in Ruhe. Das gibt's ja nicht. Ja, das sind, glaube ich, auch die Fische. Also wenn die ja Schaden machen. Die machen kräftig Schaden, ja. Na, lasst mich mal hier in Ruhe. Was haben wir hier? 6 Angriffsschaden und 10. Lass mich da runter. Ich will hier rein. Ich wohne hier. Auf 3 Herzen will ich schon wieder unten. Nur das Runtertauchen. Bist du jetzt drin? Yep. Ich bin drin. Und höre irgendwo schon wieder einen Fischstern. Oh, die sterben mir die ganze Zeit. Ich bin hier fröhlich am Töten. Töten! Töten! Aber ja, die töten mich auch gleich wieder. Da steht mein Bett noch. Okay. Da steht dein Bett noch. Ach, gut.
ich komme mal zu dir. Aber im schlimmsten Fall lande ich jetzt eh quasi, wenn ich quasi bei dir. So, ich gebe dir mal deinen Kram. So, was hast du noch gehabt? Fackeln, wa? Schau mal, da ist das Schwert, da ist der Bogen. Also ich brauche zumindest einen Pfeil, um den Bogen zu nutzen. Ja, machen wir halber halber. So, dann haben wir das auch. Dann gebe ich da mal das Reserveessen rein. Die Hühnchen, die ich noch mitgenommen habe. Oh, das ist sehr gut. Kann der ganze Kram hier mal rein. Ich brauche mal meine halbhinigen Rüstungen da mal unten rein. Ah ja, da ist Erde. Genau, Erde hatte ich auch einen Haufen. Oh. Nehme ich mir noch so ein Stack Erde mit. Ah, wir haben schon wieder Fische. Ja. Ah ja, die Knochen. Genau, ich hatte auch Knochen dabei. Erde, so. Ich habe zwar keine Rüstung mehr, aber muss reichen. Muss hinhauen. Oh je. Oh je. Wie viele lauern da schon wieder? Da sind so viele. Okay, vielleicht kann man aufmachen, vielleicht kommt einer rein. Ah, einer ist tot. Wir müssen da erstmal eine Erdwand schaffen, damit wir die wegdrehen können. Ich probiere mal was aus. Ich schieße die gerade mit dem Bogenzahn. Wenn die dann nämlich aus dem Wasser rauskommen. Wusste ich doch genau. Jetzt hängst du auf dem Trocknen, du blöder Fisch. Einer tot. Ah, da kommt der nächste an. Ja, ja, die werden da alle durch die Strömungen angespült. Ich habe jetzt wieder 4 oder 5 gekillt, die quasi da angespült wurden. Musste einfach vorsichtig sein. Darf ich den von da oben? Schieße ich mal in die Schwämme rein. Lass mich in Ruhe, Fisch. Lass mich in Ruhe, sehr gut. Ah, da ist wieder einer. Da hat wieder einen runtergespült. So, ich habe mal einen Schwamm. Einen Schwamm von 9 Schwämmen habe ich organisieren können. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Den Rest haben die alle im Beschlag. Haben wir eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Aber es sind deutlich weniger jetzt schon. Außer es spawnen wieder welche. Okay, der war blöd gesetzt, glaube ich. Komplette Wand. Aber das kriegen wir hin. Wenn du das sagst. Nur immer wieder mal kurz in Deckung gehen. Was für eine Reichweite die Hand hat. So. Ja, weil da ist wieder einer. Ich arbeite hier nur mit einem einzigen Schwamm. Das gibt's doch nicht. Kann man hier oben vielleicht was ausrichten von hier? Nö, ne? Ist alles. Ach. Wo ist er? Hallöchen. Zeig dich.
Er schießt ja auf mich. Ja, spül dich mal runter, Freund. Genau, spül alle zu mir. Ich töte sie. Sonst mögen die gar nicht, wenn man sie beschießt. Oh oh, oh oh. Ich hab da eigentlich auch Erde, ich kann mich da auch mal ein bisschen versuchen vorzuarbeiten. So, du fließt hier nicht mehr, Freund. Du bist des Todes geweiht. Wo bist du denn? Ach, da unten. Da kannst du bleiben. Ich gehe mal nach hinten. Manchmal sind auch Stellen, da will ich einen Erdblock setzen, das geht nicht. So, da haben wir wieder einen. Dann ach, der ist eingeschwemmt an der Tür. Geht's noch runter hier, ne? Das ist der falsche Weg. Okay, wo geht's hier runter? Hier geht's hoch, hier geht's nicht hoch, hier geht's auch lang, aber hier ist nicht richtig. Wieder einer tot. Ja, also es stellt sich auf jeden Fall schwieriger raus als gedacht. Richtig. Eigentlich dachte ich erst, naja gut, heute, gestern lief es so gut noch, das Trockenlegen. Aber wir hängen gerade echt an diesen einen Raum. Das geht so nicht. Ich habe einen Schwamm gerade wieder gerettet. Das ist schon mal immerhin was. Aber man sieht, ohne Wasser sind die Fische noch halb so viel wert. Das finde ich auch gut, dass sie wirklich diese Animation gemacht haben, wie in echt, wenn die Fische quasi kein Wasser haben. Ach, dass sie so rumzappeln? Ja, ja, genau. Kriege ich den da weg? Nicht da hin? Jetzt reicht's mir, wenn ihr stirbt. Genau. So, ah, ich habe 3 Schwämme, ich gehe mal trocknen. Mit 3 Schwämmen kann man wieder ein bisschen was trocken bringen. Warte, einen kann ich auch besorgen, sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir zumindest wieder 4 Schwämme zum Weiterarbeiten. Aua, das wollte ich ja hauen. Hallo. Genau. So, solange wir da trocken legen, können wir noch irgendwie die Leute unterhalten. Mit witzigen Geschichten aus der Drachenwacht. Ja, beziehungsweise unsere nächsten Pläne, die wir so vorhaben. Ich glaube, nur zuschauen beim Trocknen ist vielleicht auch nicht ganz so spannend. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, es ist sehr lustig. Gut, eine Sache, die haben wir gleich im Livestream ja auch schon angekündigt. Gleich mit der Verbindung, oder? Ich glaube ja. Dass wir die Drachenwacht und den quasi Falkenwacht verbinden wollen. Mit einer elendslangen Bahnstrecke. So waren das 1400-1500 Blöcke. Ja, irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich aber eher mehr Richtung 2000 oder so. Ja, definitiv. Und auch eher Richtung 2000 zur Folge. Das nicht, man muss ja nicht alles in den Folgen dann bauen. Das hätten wir eigentlich fast schon einen zweiten Ofen braucht, so viel Fische oder schon wieder zusammen. Zusammensammeln. Stimmt, ich hab schon wieder, wir haben schon wieder nämlich 22 Fische. Und irgendwo höre ich da immer einen Fisch, der irgendwo im Trockenen ist. Und rumquietscht, ja.
Richtig, aber der dürfte nicht da unten sein, der dürfte über uns sein oder so. Na gut, dann suchen wir uns eine gute Stelle. Um wieder was trocken zu legen. Nämlich hier da diese Ecke. So, ich habe jetzt 3 Schwämme organisiert. Ich habe gerade 2 wieder verbaut. Und jetzt könnte es wirklich anfangen zu laufen. Mhm. Stimmt. Ja, und eigentlich, ja, hab vergessen. Es ist tiefste Nacht, fällt mir gerade auf. Tiefste Nacht? Ja, was wird jetzt gleich Tag? Ah, ja, gut, dann ist ja trotzdem. Okay, wir sind doch Gott sei Dank alleine. Achso. Wir können nicht schlafen, wenn die ganzen Monster da schon wieder drüben im Fischraum sind. Aber stimmt, die ist irgendwer da. Darauf sollten wir wohl mehr achten. Nicht, dass jetzt irgendjemand da war und dann weggegangen ist, deswegen. Glaube ich nicht. So. Ich sehe gerade nämlich, bei mir rennt der Chat noch, das heißt, der hat schon wer geschrieben. Ah ja, okay. Ich glaube, in so einem Fall ist okay. Wenn man den sicherheitshalber mitlaufen hat. Ja, das stimmt. Weil falls er ankommt, dann machen wir eine kurze Aufnahmeunterbrechung, gehen kurz runter. Dass wir wirklich gar nicht schlafen können. So, da war doch noch jemand. Kann ich da aufs Wasser durchschießen? Mittlerweile haben wir da 100.000 Türen schon rumstehen. So, jetzt könnt ihr gerne herkommen, Fische. Jetzt kriegt ihr einen auf den... Au, auf den Sack. Schön das trocken legen kann. Ah ja, so das will ich auch. Aber da mal an der Decke versuchen, da so einen Zwischenbalken durchzuziehen. Das heißt, hier jetzt drei Stelle. Bombardieren mich gerade. Aber ich kann jetzt gar nicht da über mir. Block. Da war noch Wasser. Okay. Aber ich habe jetzt wieder ein paar Schwämmchen. Also ich habe 3. Ich habe 2 und 2 hängen hier noch, die ich gerade versuche. Okay, da fehlen irgendwie noch 2. Irgendwie zu retten. So, okay. Ah ja. Du, da ist jetzt ein Raum mit Erde quasi trocken Regens. Das ist eigentlich nur von hinten, von der Wand runter rein. Verzieh dich hier aus unserer Wohnung. Das ist unser Revier. Auf jeden Fall ist das unser Revier. Genau, unser Block, unser Revier. Ich habe 4 Schwämme wieder. Okay. Und sehe zumindest jetzt gerade keine, die da irgendwo noch rumliegen. Ah, da ist eine. Aber ich schwimme da mal rüber zu dir. Ah ja, da oben hängen noch welche. Fliehen zwecklos. So, ich habe jetzt 6 Schwämme. Okay. Die gehe ich mal trocknen. Ah, und da hinten ist ein böser. Ich habe 2. Aber das heißt, irgendwo muss noch einer sein.
Ja. Theoretisch schon, ja. Tot. Wieder einen erledigt. Das dauert, bis das mal wirklich komplett trocken ist, der Raum. Aber wir kommen langsam doch weiter. Mhm, ja, stimmt. Denn hier der neue Hauptbahnhof entstehen kann. Genau, der teuerste aller Zeiten. Ja, das ist richtig. Der ist wirklich teuer. Mhm. An Lebensenergie. Ja, das auch. Nicht nur das. Ich meine, du musst alles trockenlegen. Genau, zuerst mal plündern. Die großen Fische rausschmeißen. Alles trockenlegen. Mhm. Das ist schon eine Menge Arbeit. Auf jeden Fall. Also das ist nichts, was man so im Vorbeigehen macht. Wenn die kleinen Fische natürlich rausschmeißen. Das ist eigentlich fast die meiste Arbeit. Ja. Weil die großen, gut, die sind irgendwann halt weg. Wenn du den Tempel quasi gesäubert hast. So, hier ist... Da diese ganzen... Wasser ist weg. Kleinen. Ist halt wirklich eine Arbeit. Ich muss da also schon bei den Strömungen aufpassen. Mhm. Weil die... Da will er mich anschießen. Das kann ich so nicht dulden. Nö, das geht nicht. Sagt er ihnen das, das ist nicht ausgemacht. Die Vereinbarung war, wenn die Räumungsklage kommt, gehen sie. Richtig. Haben sie sich dran gehalten. Das ist also inakzeptabel. Ja. So ist es. Aber, wie es halt so ist mit Fischen. Die halten sich an keine Vereinbarung. Darum müssen sie sterben. Darum müssen sie sterben. Mhm. Oh, ich muss was essen, sonst sterbe ich nämlich. Ja, wir brauchen wieder Schwimmen. Mhm, und ich glaube, wir haben jetzt auch wieder eine Folge rum. Ah, 22, ja. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir hier wieder eine Pause, oder? Dann machen wir an der Stelle eine Pause. Genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.